Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Banjo-Tooie. Wir sind jetzt in der ersten Welt angekommen, im Mayaos-Tempel. Und hier haben wir auch schon ein paar Sachen machen können. Wir haben nämlich Yamyas getroffen. Das ist der Bruder von Bottles, der uns noch mehr neue Moves beibringen kann. Wir haben jetzt nämlich schon den Sucher gelernt. Das heißt, wir haben jetzt ein praktisches Fadenkreuz in der Ego-Sicht und können wesentlich genauer mit unseren blauen Eiern rumballern. Und dann haben wir auch noch Basukasu gelernt. Das ist was wir da oben in dem Tempel da drin brauchen werden. Und Mumbo haben wir auch schon getroffen. Der hat sogar schon ein bisschen für uns gezaubert. Der hat nämlich diese Statue des Goldenen Goliaths lebendig werden lassen. Und mit dem haben wir da vorne dieses eine Tor eingetreten, dass wir da rein können. Das zweite am Anfang der Welt haben wir noch geöffnet. Das haben wir komplett aufgestoßen. Und hey, was gibt's denn hier zu miauen, hä? Verpiss dich. Blöde Mieze. Was ich ja richtig geil finde, damit hätte ich nicht gerechnet, aber hier auf dieser Hängebrücke habe ich doch tatsächlich bereits den weißen Yinyu gefunden. Gibt es ja nur ein einziges Mal im Spiel und deswegen ist die weiße Yinyu-Familie, die ja nur aus einem Mitglied besteht, bereits vollständig. Also hier nochmal der Beweis. Yinyus. Ja, seht ihr hier, weiße Yinyus, einer von einem. Dann habe ich schon einen schwarzen gefunden, von dem gibt es aber gleich 9 Exemplare, also die meisten. Und einen von 3 gelben. Wobei praktischerweise der zweite Gelbe auch in dieser Welt zu finden ist, und zwar da drüben auf dem Dach. Na, seht mal, da ist auch ein Gelber. Richtig praktisch, dass ich da dann gleich schon 2 von 3 auch noch finde. Aber das mit dem Weißen hier, das ist mal wieder übelstes Glück gewesen. Der war einfach mal hier so auf der Hängebrücke. Es hätte jede andere Farbe auch sein können. Ich habe das große Glück gehabt, dass es der Weiße war. Habe ich mich richtig gefreut. Und wir haben auch schon alle Noten gefunden. Hier war nämlich noch ein Notenschlüssel, der ist 20 Noten wert. Auch sehr schön, dass es sowas gibt. In jeder Welt gibt es immer einen Notenschlüssel. Und sonst halt eben diese Notennester. So, und hier oben gibt es nämlich auch noch ein Puzzle, wenn wir hier ganz nach oben gehen. So, ist nur ein bisschen schmal gerade. Aber ganz oben auf der Tempelspitze gibt es noch ein Puzzle. Das hätte ich im letzten Part auch schon holen können, aber ist ja egal so. Da ist es nämlich schon. Sehr schön. Gut. Ja, ich könnte ja jetzt eigentlich schon in diesen Tempel reingehen, aber wisst ihr was, den hebe ich mir bis zum Schluss auf, weil... Naja, werdet ihr schon noch sehen. Den hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ich will jetzt noch schnell den dritten Move von Yamyas lernen, weil hier kriegen wir nämlich gleich 3 neue Moves beigebracht und einer fehlt uns noch. Platsch. So, und wir konnten auch hier einen Felsen mit der Statue zerstören, dass da jetzt eine Flugplatte zum Vorschein gekommen ist. Die können wir dann später auch noch nutzen. Und hier ist die zweite leere Honigwabe, aber da kommen wir leider nicht ran. Ist nämlich zu eng. Da kommen wir nicht durch. Geht nicht. Können wir uns also erst später holen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, weil hier finden wir jetzt zum dritten Mal Yamyas. Oder Chamchas, oder wie auch immer man den ausspricht, ist ja wurscht. So, das hier ist nämlich der Smaragdschlangenhain. So, haust du ab! Und gleich hier drüben links haben wir uns nämlich noch mit der Statue des Goldenen Goliath noch ein Puzzle holen können, das habe ich schon. Achtung, dieser Treibsand beherbergt äußerst bissige Bewohner. Ja, deswegen gut, dass wir da so als Bären Vogel nicht reingegangen sind. Ist schon wieder so eine komische Steinstarte, was willst du? Nano, Buck, Cook, Quaggy, Kick, Nuga, Knip, X, Kloli, Fopni, Toplitz. Verzeihung, wie war das? Ja, die sprechen wie total Kauderwelsch. So, 35 Noten will er für den Move haben, der liebe Yamyas. Wir haben schon alle 100, na dann bringen wir uns mal wieder was bei. Griffelgriff. Hör gut zu, sonst daran wird's mangeln. An Vorsprüngen du jetzt dich kannst hangeln. Bewege einfach immer weiter. Mit B attackierst du dann ganz heiter. Das ist dann alles. Weggetreten! So, jetzt hat es endlich mal geklappt, dass er sich nicht am Deckel den Kopf gestoßen. Das ist jetzt nämlich schon zweimal passiert. Immer wieder witzig mit anzusehen. So, und jetzt durch den Griffelgriff, also quasi den Kantengriff, können wir uns hier oben noch den lila Yinyu holen. Von denen gibt es 8 Exemplare, das ist auch ziemlich viele. Obwohl, ich weiß nicht, sind die jetzt wirklich lila oder sind die doch eher pink? Da bin ich mir immer ein bisschen uneinig. Ich würde fast sagen, dass die doch eher pink sind und nicht lila so. Und hier gibt es wieder ein Warpfeld. Ah, was willst du, olle rasierte Muschi, hä? Bart! Und was zur Hölle ist das denn bitte? Ein Wigwam?
Das ist echt ein Wigwam. Und noch ein Globo. Da haben wir nämlich schon einmal eins gefunden. Das haben wir Mumu gegeben. Dafür konnte er halt für uns zaubern. Ja, diese kleinen süßen Wesen haben magische Kräfte. So, aber bevor ich hier reingehe, mache ich noch was anderes. Hier ist übrigens nochmal so ein Typi. Was wollen die uns bitte eigentlich alles sagen, hä? Quacksagmat ulka sui dumvogelgelle haha. Einen Moment, was hast du gesagt? Oh, nicht schlecht, das haben wir beinahe sogar fast verstanden. Dass das so irgendwie dummer Vogel sein soll, ganz schön gemein. So, nee, aber seht mal, hier drüben ist nämlich noch ein kleiner Tempel. Und da habe ich die Tür ebenfalls mit der Goliath-Statue eingetreten, dass wir hier rein können. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Ort im Spiel. Das ist nämlich der Coderaum. In diesem Spiel können wir genauso wie im Vorgänger auch wieder cheaten. Und das macht man eben hier drin. Aua, hey, Mistvieh. Allerdings haben wir ja leider noch gar keine Cheats. Hier aktivierst du meine Cheats. Wenn du wissen willst, wie, dann stelle dich auf das Podest. Ja, ist eigentlich eh ganz einfach. Wir müssen die Cheats natürlich wieder wie im Vorgänger buchstabieren, allerdings eben mit dem Sucher, sodass wir mit Eiern hier auf diese Buchstaben der Wand feuern. Und dann können wir die Cheats buchstabieren, und wenn das richtig war und wenn wir die Cheats natürlich schon bekommen haben, dann können wir sie hier drüben auch aktivieren. Das nützt dir nichts, denn du hast noch keine Cheat von mir erhalten. Ja, also an der Steintafel können wir Cheats dann ein- und ausschalten, falls wir schon welche bekommen haben, aber wir müssen ja erstmal 5 Cheeto-Seiten finden und haben gerade erstmal eine. Also ne, Blödsinn, oder haben wir... Haben wir nicht schon zwei? Ne, wir haben doch... Ne, wir haben glaube ich erst eine. Moment. Fundsachen. Ja, wir haben erst eine. Eine leere Honigwabe, eine Cheeto-Seite und ein Globo. Wir haben zwar schon zwei, aber das eine haben wir bei Mumbo ja schon benutzt. Aber, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Raum, dieser Code-Raum. Da werde ich später noch sehr oft rein müssen. Genauso wie damals in der Treasure Trove nur von dieser Sandbox. So, und hier oben haben wir erstmal eine weitere Cheeto-Seite. Und jetzt können wir ja mit dem Griffelgriff da auch hin. Passt auf. Jetzt müssen wir nur aufpassen. In diesen komischen Gebieten an der Wand sind nämlich ganz schön eklige Monster drin. Aber wir können mit B... mit Kazooie nämlich angreifen und dann sind die mal für eine Weile verschwunden. Aber die sind echt eklig. So, und fallen lassen und die erste Cheeto-Seite dieser Welt. Und insgesamt sogar schon unsere zweite. So, und jetzt haben wir da oben ja jemanden schnarchen gehört. Das ist nämlich jemand, der ein Puzzle bewacht und das würde ich sehr, sehr gerne haben. So, aber ihr werdet gleich sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Da pennt nämlich eine dicke, fette Schlange. Du dachtest, du könntest Schlummers Gold stehlen, während er schläft. Was? Ehrlich gesagt, ja. Du bist nicht leise genug, Trampelbär. Oh. Exzellent, sie haben sich verzogen. Muss weiter schlafen. Also hier müssen wir tatsächlich schleichen, um an das Puzzle ranzukommen, sonst machen wir zu viel Krach. Ich hoffe, dass das jetzt hier auf dem Emulator trotzdem halbwegs funktioniert, weil das ist ja nicht ganz so leicht. So ganz langsam den Joystick vorbewegen, ja, scheint gut zu klappen. Oh, verdammt. Oh, Schemkleister. Vollidiot. So, nochmal. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Ja, ich bin nicht hundertprozentig genau geradeaus gelaufen. Deswegen, so, nochmal. Na, langsam. Ganz langsam. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wenn auch nur ein Fitzelchen zu schnell ist, klappt es schon nicht mehr. Also, immer genau in dieser Geschwindigkeit. Ganz langsam und leise. Langsam und stetig. Und... ich hab's. Lalalala. So, jetzt können wir so viel Krach machen, wie wir wollen. Jetzt macht die Schlange auch gar nicht mehr auf.
Gut, na, dann hat das ja doch ganz gut geklappt. Ja, ich habe ein anderes Gamepad als damals. Deswegen funktioniert es auch ein bisschen besser. So, und jetzt gucken wir noch kurz hier drüben, weil... Da haben wir nämlich wieder mal ein Infoschild. Da gibt es auch immer ziemlich viele in jeder Welt. Und die sollte man doch irgendwie lesen, weil es ist ganz nützlich, was da steht. Meistens jedenfalls. Drückst du den 3D-Joystick nur leicht, dann kannst du leise auf Zehenspitzen gehen. Ja, das habe ich gerade gemacht, aber danke, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Jamjas, trotzdem danke. Gut, ein weiteres Puzzle gehört uns und jetzt... Besuchen wir erstmal diesen hübschen Wigwam. Obwohl... Ne, wartet mal, ich will ja noch was anderes machen. Moment. Und zwar dieser komische Typ namens Blotazin, der in dem anderen Tempel da irgendwie ganz verzweifelt nach etwas sucht, hat eben etwas verloren. So ein unbezahlbares goldenes Relikt-Dingens und er hat irgendwie das Gefühl, es wurde gestohlen. So, und jetzt zeige ich euch das mal, wie das mit dem Abfällen hier funktioniert. Einfach draufstellen und B drücken. Ja, wähle den Zielort. Drücke A zur Anwahl und B zur Abwahl. So, wir haben jetzt hier schon einmal den Ein- und Ausgang der Welt oder von Mumus Schiel, wenn wir den Ein- und Ausgang der Welt. Und schon sind wir hier. Richtig praktisch. So, nee, ich möchte nämlich erst noch die Flugplatte benutzen, damit wir da oben bei dem Tempel gleich die nächste Cheetos-Seite holen können. Und schwupps! So, hier ist es sehr praktisch. Hier haben wir schon von Anfang an 100 rote Federn. Das finde ich schon wesentlich nützlicher als nur die 50 wie damals im Vorgänger. So, und hier haben wir die nächste Cheetos-Seite. So, jetzt sind wir wieder in der Schatzkammer, allerdings weiter oben. So, ihr seht, das ist jetzt der Raum, wo wir von unten reingekommen sind. Ja, seht ihr? Da sind diese ganzen Goldhaufen, da unten ist dieser Chef Blotazin, der sucht wie verzweifelt immer noch nach diesem Relikt-Dingens, was er aber nicht finden kann, weil es nämlich wirklich gestohlen worden ist. Das hat er ja schon vermutet. So, und wir müssen das natürlich jetzt für ihn holen. Ihr werdet kaum glauben, wo wir das finden. Passt auf, hier ist nämlich ein Tor. Was wir gerade geöffnet haben. Jetzt passt mal auf, wo wir da jetzt rauskommen. Unga-Bunga-Höhle. Was zum Teufel? Seht mal, da ist es ja. Da ist dieses goldene Relikt-Dingens und das wurde von einem Höhlenmenschen gestohlen. Ja, sehr eigenartig, aber das Witzige ist nämlich, dass wir uns bereits jetzt in der fünften Welt befinden, obwohl wir die ja noch gar nicht richtig offiziell betreten haben. Das ist nämlich wieder etwas, wofür ich Banjo-Tooie liebe. Die Welten hängen teilweise zusammen. Es gibt in einigen Welten, so wie jetzt eben gerade auch im Majaus-Tempel, gibt es geheime Wege, die die einzelnen Welten miteinander verbinden. Das finde ich richtig geil, weil das gibt es im Spiel immer wieder. Vor allem besonders hier diese Welt hier, das ist wie gesagt erst die fünfte Welt. Und da sind wir jetzt schon mal ganz kurz, wir können die aber nicht verlassen. Also die Höhle hier, die Unga-Bunga-Höhle können wir auf normalen Wege so nicht verlassen. Wir können die nur so verlassen, wie wir hier reingekommen sind. Alle anderen richtigen Wege von außerhalb sind noch verschlossen. Aber das ist ja auch Absicht so, weil sonst könnte man ja die fünfte Welt jetzt schon machen. Das ist ja so nicht geplant. Das, was wir jetzt gerade machen, ist natürlich schon geplant, dass wir es auf diese Weise machen. So, und jetzt müssen wir hier schon wieder schleichen. Wir wollen ja diesen Typ nicht aufwecken, weil der hat eine fiese, fette Keule bei sich. Und wenn er uns damit eine überbrät, das tut sicher höllisch weh. Also ganz vorsichtig und leise. Ganz langsam. Schleichen wir uns voran. Schön vorsichtig. Ganz, ganz leise, Banjo. Bloß kein Krach machen. Ach, sehr gut. So, und jetzt einfach hier rauf. Und wir haben es. Jetzt, ja, jetzt trägt Banjo das über seinen Kopf.
aber kein Problem. Der Weg hier führt uns jetzt nämlich wieder ganz behutsam an den Anfang. Und dieser arme Tropf hat überhaupt nicht gemerkt, dass wir hier waren. Der wird jetzt ganz schön dumm aus der Wäsche gucken, wenn der merkt, dass das Ding weg ist. Aber das ist ja nicht unser Problem. So, genau, hier hinter diesen komischen Fetzen da oder so, Vorhang, was irgendwas sein soll, geht's jetzt wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder in der Schatzkammer und keine Sorge, wir haben dieses goldene Ding natürlich immer noch bei uns. So, wir könnten rein theoretisch auch hier uns entlang hangeln. Aber ist im Prinzip egal. Man kann auch einfach hier runterrutschen. Hui! So, hier, guck mal. Ihr habt Tarzans unbezahlbares Reliktdingens gefunden. Der Neandertaler hatte es gestohlen. Diese kleinen diebischen... Sachte, das ist ein Familienspiel. Oh ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach ein Passlo. Das macht Sinn. Oh, Kieselstein weg. Ich jetzt großes Problem haben. Viele Schläge. Tja, Pech gehabt, du Stinke. Man stiehlt einfach nicht anderer Leute Eigentum. Das macht man nicht. So, der freut sich natürlich, dass das Ding wieder da ist. Und für mehr ist der Typ eigentlich auch nicht mehr gut. Also können wir ja wieder gehen. Ja, wohey, der freut sich richtig. Sehr schön, hätten wir das auch erledigt. Mal schauen, wie viele Puzzleteile haben wir jetzt eigentlich schon. Wie viele Puzzlos, Gesamtübersicht. Ah, na bitte, wir haben schon die Hälfte, schon 5 von 10 und, okay, Goch, es gibt 3 leere Honigwaben sogar und eben 3 Cheeto-Seiten pro Welt und immer 2 Globos und 5 Ninjos. Die Anzahl der Moves ist aber immer unterschiedlich und halt immer 100 Noten und 10 Puzzleteile, ist eh klar. So, das heißt, 2 Ninjos können wir noch finden. Gut, den einen auf dem Dach habe ich immer noch nicht geholt, da wo wir eigentlich nicht reingelassen werden, das ist nämlich das Steinballstadion. Da ist es nämlich so, dass die ganzen Karten für das Steinballturnier zu dem Zeitpunkt verkauft worden sind, als wir Banjo-Kazooie gespielt haben. Richtig fies. Das hat er uns echt so gesagt, der Typ, der davor steht vor dem Eingang und uns nicht reinlassen will. Hat einfach so gesagt, ja, es wurden schon alle Karten verkauft, während die Banjo-Kazooie gespielt haben. Richtig gemein. Andererseits auch wieder witzig, dass der Typ weiß, dass er in einem Videospiel drin ist. Finde ich richtig lustig. So, jetzt holen wir uns erstmal den zweiten gelben Ninjo. Praktischerweise ist der nämlich gleich hier. So, bitte Lampen. Und komm her, mein Kleiner. So, Gelbinius, 2 von 3. Hui. So, wie gesagt, der Typ hier, dieser Offizier Kaidolas, der will uns nicht reinlassen. Ich habe es euch beiden schon einmal gesagt. Es gibt keine Karten und nur Steinis haben Zutritt. Das ist gemein, du miese Peter. Ja, kann man leider nichts machen. Wobei... können wir schon. Passt auf. Jetzt besuchen wir endlich mal die Person in diesem Wigwam. Die wird ganz schön blöde gucken, dass wir da angetanzt kommen, aber... egal. Wie gesagt, diese leere Honigwabbelchen, die können wir uns so auch noch nicht holen. So, seht mal. Mal Wumbers Wigwam. Fragen wir sich natürlich, wer ist bitte diese Wumba? Die werden wir jetzt kennenlernen. Wumbas Wigwam. Großes Willkommen an Kleinbär und Vogel. Ich bin Benjo, das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich sein Humba Wumba, beste Zauberperson auf ganze Insel. Man hat uns gesagt, Mumbo wäre der Beste. Nicht wahr, Mumbo Amateur, Wumba-Beste, du bringen Globo-Zauberwesen zu mir. Du haben Globo, wollen es Humba geben? Na klar doch. Natürlich, ich werfe es einfach hinein.
Zauber fertig. Springen in Wumba-Becken. Wumba, das nennen Steini. Du 3D-Joystick betätigen, um zu bewegen dich, und du B drücken, um zu attackieren, wie viel stark Rambock. Springen wieder in Wumba-Becken, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Ja, also das hier ist Humba Wumba, ein Indianer-Mädchen oder Indianer-Frau, was auch immer. Ich glaube, die ist doch schon erwachsen. Auf jeden Fall ist sie in diesem Spiel hier für Verwandlungen zuständig, weil Mumbo hat ja jetzt hier eine andere Aufgabe mit den magischen Platten und so. Das heißt, wir werden in diesem Spiel von Wumba verwandelt. Und in jeder Welt, wo es Mumbo gibt, das ist jede Welt in dem Spiel, gibt es auch einmal immer Humba Wumba zu finden. Und da gibt es natürlich jede Menge neue Verwandlungen. Und jetzt sind wir eben ein Steini. Jetzt sind wir ein Stein-Banjo. Das hat aber auch so seine Vorteile, dass wir jetzt so klein sind. Weil jetzt können wir nämlich endlich diese Typen hier verstehen. Unter den großen Felsen findest du viele Überraschungen. Ja, habt ihr gesehen? Als Bär und Vogel haben die immer nur Kauderwelsch gesprochen, und jetzt, wo wir selber Steine sind, können wir die endlich verstehen. Und die haben ganz nützliche Tipps für uns. Jetzt ist hier wieder so ein Katzenkrieger, Mann, verpiss dich. Wenigstens können wir uns verteidigen. So, und jetzt gleich mal zum Eingang. Weil nur als Steini können wir uns hier die leere Honigwabe schnappen. Sehr gut. So, das heißt, es gibt aber hier irgendwo noch immer eine dritte. Aber dazu später mehr. So, warte mal, wo will ich denn jetzt noch schnell hin? Wartet mal. Ich weiß schon. Vor Mumbus Schädel, bitte. Und zwar will ich jetzt nämlich... erstmal vorsichtig sein, wir werden trotzdem noch von diesen Statuen angegriffen. Nee, jetzt möchte ich nämlich erstmal da vorne hinein. Da, wo wir mit der Goliath-Statue nur ein Loch in das Tor reingeschlagen haben. Da gehe ich jetzt nämlich mal ganz kurz rein. Gefängnisareal. Es gibt hier ein Gefängnis? Wer hätte das gedacht? Und deswegen, weil das hier ein neuer Bereich dieser Welt ist, gibt es hier auch ein Barbfeld. X, kann mich hier irgendjemand rauslassen? Wer ist das denn? Scheint da drin festzusitzen, hm? Naja, da lässt sich doch sicher was machen. Wir sehen mal, jetzt haben wir hier drei verschiedene Schalter. Ein Stern, ein Mond und eine Sonne. Da müssen wir allerdings die richtige Kombination herausfinden. Wer wird uns die wohl verraten? Natürlich der Typ da. Ah, jetzt sind die hier schon wieder. Also das kann wirklich ein bisschen nervig sein in Banjo-Tooie, dass die Gegner so schnell immer wieder kommen. Das kann man leider nicht verhindern. Das ist hier so, dass die Gegner respawnen. Also verpiss dich nochmal. Andererseits bekommen wir so eigentlich immer wieder Energie zurück. So, na dann verrat uns doch mal die Kombination, du alter Steintypi. Den Gefangenen zu befreien, die Sonne muss scheinen, noch vor Mond und Sterne leuchten. Zweiter Mond und zweite Sonne folgen. Hilft das? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. So, lass uns das nochmal. Sag's nochmal. Also... Die Sonne muss noch vor dem Mond und den Sternen leuchten sein. Das heißt, die Sonne fängt an und dann noch zwei Monde und zwei Sonnen folgen. So, das heißt, eigentlich ist die Kombination dann, wenn ich es jetzt richtig gedeutet habe, erstmal die Sonne, dann der Mond und dann der Stern. Dann hat er gesagt, zwei weitere Monde, zwei weitere Sonnen folgen. Also nochmal Mond, Mond und dann nochmal Sonne, Sonne, oder?
Nee. Verdammt. Was? Warum nicht? Warum nicht? Warum erklärst du das so komisch? Ich bilde mir ein, du hättest sonst immer ein bisschen anders gesagt, oder nicht? Komm, sag nochmal, bitte. Den Gefangenen zu befreien, die Sonne muss scheinen, noch vor Mond und Sternen leuchten, ist klar. Zweiter Mond und zweite Sonne folgen, hilft das. Okay, ne Moment, aber dann habe ich das ein bisschen missverstanden, Mann, verpiss dich. Das sind die nervig. Also, die Sonne muss leuchten vor Mond und Sterne leuchten, das heißt Sonne, Mond, Stern und dann nochmal Mond und Sonne. So müsste es doch jetzt stimmen, oder nicht? Also, Sonne, Mond, Stern und dann nochmal Sonne und Mond. Nee, auch wieder nicht. Sag mal, was soll denn das jetzt? Sonne, Mond, Stern, Sonne, Mond. Also, nee, also, pff, dann leck mich doch am Popo. Ich verstehe nicht, warum stimmt denn das nicht? Willst du mich verarschen, du blödes Mistvieh? Was soll denn das jetzt? Sag nochmal. Da steht doch, die Sonne muss scheinen, noch vor Mond und Sternen leuchten. Das heißt, die kommt zuerst dran und dann zweiter Mond und zweite Sonne folgen. Dann sag doch vor Mond und Stern leuchten, du musst jetzt hier nochmal raus, deswegen wartet kurz. Probier das nochmal. So, jetzt bin ich nämlich einmal hier komplett rausgegangen, vielleicht hat es deswegen jetzt nicht funktioniert, aber der hat doch jetzt gesagt, die Sonne muss noch vor dem Mond und dem Stern leuchten, das heißt, die Sonne ist das Erste, was wir drücken. Dann hat er gesagt, vor Mond und Stern leuchten, das heißt eben die Sonne und dann der Mond und dann der Stern. Dann hat er gesagt, zweite Sonne und zweiter Mond folgen. Ja, nö, keine Ahnung, funktioniert nicht, ich weiß nicht warum. Irgendwas mache ich falsch, dann leck mich am Arsch. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich würde jetzt gerne mal den Part beenden. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ein- und Ausgang der Welt am besten. Warum geht das nicht? Ernsthaft, warum geht denn das nicht? Ich verstehe es nicht, ich habe es doch richtig gemacht, aber scheinbar nicht. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ich habe da immer wieder Probleme, diese richtige Kombination raus. Und ich weiß nicht, ob der jetzt auch jedes Mal beim Duschspiel anders ist, aber ich bilde mir ein, dass das eh immer dieselbe Kombination ist. Ja, sorry, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Bestimmt schreibt ihr in den Kommentaren, ja, du musst eigentlich so und so drücken und so. Ja, da werde ich es dann sicher selber schon herausgefunden haben. Also, bis zum nächsten Mal bei Benji Tui, Leute. Tschüss.